Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von War Thunder. Man kann einen Restaurant, wo ihr schön dabei seid. Und wir sind jetzt hier wieder mit dem Cromwell unterwegs. Und natürlich ein britischer Panzer. Und wir müssen 3 Cap-Points einnehmen. Es schneit. Sieht schön aus, wie unsere Kettenspuren hier im Schnee sind. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier gleich irgendwie Gegner wegpusten können. Simulation, ja, ich wollte euch gerne eine zeigen, aber ich war nach einer Minute tot gewesen und das wollte ich euch dann auch nicht antun. Ich habe den Gegner noch nicht einmal gesehen. Wir schauen jetzt einfach mal hier, wie wir uns schlagen. Und jetzt versuchen wir erstmal hier die Caps einzunehmen. So, da sind wir schön in der Cap Zone. Das gibt Punkte. Und der Gegner kriegt keine Punkte. Ich habe ja schon gesagt, wie toll ich diese Grafik finde. So. C ist unser. Schauen wir mal, was wir noch so sehen. Auch nicht. Da ist mal irgendwo ein Gegner. Das ist halt verdammt schwierig. Da ist was. Das sehe ich nicht. Viel Waffe meinen. Also man kann feindliche Panzer natürlich hier auch markieren. Der einer niedergemäht. Recht schätzen. Ich stehe ein bisschen geschissen, glaube ich. Jetzt brennt er. Das waren meine Munitionsreserven. Ja, ich habe solche Munition immer bei, aber ich gehe immer davon aus, dass ich lange spiele. Da habe ich lieber ein bisschen mehr dabei. So, wir haben jetzt hier noch eine. Wir könnten es auch mit einem Crusader probieren. Na, wir versuchen es jetzt hier mit dem Gun Carrier. Ich habe jetzt schon mal mehr Kills gemacht als sonst. So, bis wir mit dem Kahn da sind, das dauert jetzt ein bisschen. Na, wir sehen das. Wir schleichen den Berg hoch. Aber vor uns sieht das schon mal ganz gut aus. Wir haben 3 Cap Points. Und wir
sollten das wohl gewinnen. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Das ist ja wie bei World of Warships, wenn man mit Tier 6 Schlachtschiffen der Amerikaner fährt. Genauso schnell. Super. Ja, ich bin hier schon kaputt. Weil mir hat man auf den Motor geschossen. Was haben wir noch? Crusader. Crusader-Panzer geht auch noch. Sind relativ fix unterwegs. Damit könnt ihr jetzt nicht so schnell von Fliegern gekillt werden. Wie jetzt gerade. Okay, ich habe gerade gesagt, schnell unterwegs. Was ist denn, haben die hier alle? Gott. So viel zur Schnelligkeit. Ich habe gedacht, der Crusader ist etwas schneller. Ah, jetzt kommt er so langsam. So, wollen wir mal gucken. Ob wir nochmal irgendwie ins Gefecht kommen. Mal drauf. Schießen wir ein bisschen. So. Weg ist er. Wir haben jetzt nur supported, wir haben jetzt keinen Kill gemacht. Stellen wir uns mal unsere Karren ein bisschen anders hin. Warten wir auf die Dinge, die da noch kommen mögen. Ach, schade. Kann ich leider keine Artillerie drauf werfen, weil das im Spawn ist. Natürlich wäre das natürlich dann auch unfair. Platz 4 ist vollkommen okay. Wir können ja auch noch ein bisschen Bäume umschießen. Schützen. Motor. Abschüsse. So. Ja, hier hat man eine schöne Aussicht. Ja, das war's. Das Ding gehört uns. Fährt hier noch was? Ein bisschen. Flakpanzer.
Ach ja, ey. Ich flipp aus. Flakpflanzer Palette. Gibt's nicht. Naja, egal. So, Platz 3 gemacht und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!